Im Donbass plant Russland seinen zweiten Großangriff auf die Ukraine. Um diesen abwehren zu können, liefern immer mehr NATO-Länder schwere Waffen. Das meiste Kriegsgerät stellen die USA bereit, aber auch in Deutschland setzt mittlerweile ein Umdenken ein. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören auf ntv.de und in der NTV-App, bei AudioNow und auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Heute ist Mittwoch, der 27. April. Ich bin Kevin Schulz. Hallo. Im Donbass stehen sich auf hunderten Kilometern russische Angreifer und ukrainische Verteidiger gegenüber. Es ist die zweite große Offensive im Angriffskrieg von Wladimir Putin. Um auch diese abwehren und die russischen Truppen eventuell sogar aus der Ukraine verdrängen zu können, braucht die ukrainische Armee Hilfe aus dem Ausland. Sie fordert schwere Waffen, und zwar sehr viele, wie Präsident Volodymyr Zelensky regelmäßig betont. Auch Carlo Massala ist überzeugt, dass die Ukraine ohne schwere Geschütze wie Panzer und Artillerie keine Chance hat, gegen Russland zu bestehen. Das hat der Militärexperte von der Bundeswehr-Universität im Stern-Podcast Ukraine die Lage gesagt. Also die Lieferung von schweren Waffen ist momentan die einzige Garantie, dass die ukrainische Armee die bevorstehende oder schon laufende eigentlich Großoffensive der russischen Streitkräfte im Osten abwehren kann. Es ist noch nicht der beste Weg zum Frieden. Und der beste Weg zum Frieden wäre dann gegeben, wenn mit diesen schweren Waffen die ukrainische Armee in der Lage wäre, auch der russischen Armee Territorium, das sie bereits halten, zu entreißen. Ob das passieren wird oder nicht, das hängt nicht nur von den schweren Waffen ab, sondern von ganz vielen Faktoren, die können wir jetzt nicht beurteilen. Aber schwere Waffen wären dazu die Voraussetzung. Am Anfang lieferten viele NATO-Länder nur zögerlich Waffen an und in die Ukraine. Man ging vermutlich ebenso wie der Kreml von einem schnellen russischen Erfolg aus. Aber je länger der Krieg dauert, desto stärker wird der Glaube daran, dass die Ukraine tatsächlich gewinnen kann, und desto stärker wird die Hilfsbereitschaft. Am Anfang der Invasion erhielt die Ukraine vor allem Handfeuerwaffen, Munition und Schutzausrüstung. Inzwischen fliegen täglich 8 bis 10 Frachtflugzeuge schwere Waffen ins Kriegsgebiet. Vor allem die USA bewaffnen die Ukraine im Schnelldurchlauf. 90 Haubitzen, 11 Helikopter, 200 gepanzerte Truppentransportpanzer und hunderte Kamikaze-Drohnen hat die US-Regierung der Ukraine versprochen und teilweise auch schon geliefert. Außerdem sind bereits 1400 Stinger-Flugabwehrraketen verschickt worden, dazu 5500 Panzerabwehrlenkwaffen vom Typ Javelin. Die Vereinigten Staaten sind ohne Zweifel der mit Abstand größte Waffenlieferant der Ukraine. Deutschland dagegen zögert seit Wochen. Innerhalb der Bundesregierung gibt es zwei verschiedene Lager. Weite Teile von Grün und FDP wollen schwere Waffen liefern. Die SPD zögert dagegen, sieht in der Lieferung schwerer Waffen ein unnötiges Eskalationsrisiko. Experte Carlo Massala hat dafür kein Verständnis. Diejenigen, die argumentieren, schwere Waffen wären eine unnötige Eskalation, verkennen die Tatsache, dass die Alternative ohne schwere Waffen eine Niederlage der Ukraine wäre und damit ein Durchsetzen der russischen Interessen mit Blick auf diese Aggression, was ja politisch keiner will. Doch auch in Deutschland deutet sich eine Wende an. Die Bundesregierung hat am Dienstag grünes Licht gegeben für erstes schweres Gerät. Das soll nicht direkt aus Bundeswehr, sondern aus Industriebeständen kommen. Die Ukraine soll eine mittlere zweistellige Zahl technisch aufgearbeiteter Gepard-Luftabwehrpanzer aus früheren Bundeswehrbeständen erhalten, verkauft vom Rüstungshersteller Krauss-Maffei Wegmann. Möglicherweise der Anfang einer Rüstungsoffensive. Der Rüstungskonzern Rheinmetall nämlich würde der Ukraine gerne auch 100 Marder-Schützenpanzer und 88 Leopard 1 Kampfpanzer liefern. Die ersten Exemplare könnten innerhalb einer Woche verschickt werden, sofern die Bundesregierung zustimmt. Es wäre eine 180-Grad-Drehung, denn bislang wurden keine Panzer und keine schwere Artillerie aus Deutschland ins ukrainische Kriegsgebiet geschickt, stattdessen Panzerfäuste, Handgranaten und Maschinengewehre. Nur zu einem sogenannten Ringtausch konnte man sich zuletzt durchringen. Der Plan: NATO-Partner Slowenien liefert der Ukraine Schützenpanzer aus sowjetischer Produktion. Die Bundeswehr füllt die Bestände Sloweniens dann auf, kündigte Bundesverteidigungsministerin Lambrecht an. Wir stoßen an unsere Grenzen, denn ich muss und ich werde die Landes- und Bündnisverteidigung weiterhin gewährleisten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt andere Wege gehen, die schnell dazu führen, dass die Ukraine unterstützt wird. Und deswegen ist es wichtig, dass unsere osteuropäischen Partner, die Staaten, die jetzt noch über Waffenmaterial aus Sowjetzeiten verfügen, dass die abgeben, sofern wie möglich. Und wir wiederum dann Unterstützung leisten beim Auffüllen. Dieser Ringtausch würde gewährleisten, dass schnell geliefert werden kann.
und vor allen Dingen ohne erforderliche Ausbildungszeiten. Das ist das, was die Ukraine jetzt braucht. Wir stehen zur Verfügung, diese Staaten zu unterstützen, die aus ihren Beständen jetzt leisten, damit ihre Landesverteidigung dann nicht geschwächt wird. Deutschlands defensive Haltung wird nicht nur von der Ukraine, sondern auch von NATO-Bündnispartnern kritisch gesehen, zumal gleich mehrere NATO-Länder längst schwere Waffen liefern wollen oder sogar schon geliefert haben, nicht nur die USA. Großbritannien etwa hat der Ukraine 150 gepanzerte Fahrzeuge versprochen, außerdem Panzerabwehrraketen und Antischiffsraketen. Die Niederlande schickt der Ukraine eine nicht genaue Zahl von Panzerhaubitzen aus deutscher Produktion. Estland hat bereits 9 Haubitzen geliefert, Litauen schwere Mörser. Die Slowakei soll ihr einziges Luftabwehrsystem an Kiew übergeben haben. Aus Tschechien sollen Schützenpanzer in die Ukraine geschickt worden sein, berichten Medien. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür nicht. Entsprechende Berichte gibt es aber auch aus Polen. Nicht zu vergessen ist die Türkei, die bereits vor dem Krieg der Ukraine 12 Bayraktar-Kampfdrohnen verkauft und geliefert hat. Ob es seit Kriegsausbruch vor 2 Monaten weitere Lieferungen gegeben hat, ist nicht bekannt. Bedeckter hält sich insgesamt Frankreich. Präsident Emmanuel Macron hatte zwar kürzlich angekündigt, dass der Ukraine Haubitzen vom Typ Caesar geliefert werden. Darüber hinaus ist aber gar nichts bekannt, sagt Carlo Massala. Es gibt 2 Wege, mit der Frage Waffenlieferung umzugehen. Und da sage ich mal der französische. Und in Frankreich ist es wirklich so, da wird nicht drüber geredet. Also wir wissen ganz, ganz wenig. Wir wissen, dass Frankreich liefert, aber wir wissen ganz, ganz wenig darüber, was Frankreich eigentlich liefert. Es wird nicht geredet. Die USA veröffentlichen mit jeder Ankündigung sozusagen eines neuen Waffenlieferungspakets auch exakt die Systeme, die sie liefern werden. Deutschland dagegen hat sich für gar keinen Weg entschieden, kritisiert der Militärexperte. Es gebe weder eine klare Kommunikation über den Umfang der Waffenlieferungen noch eine strenge Geheimhaltung. Offiziell werde darüber gar nicht geredet, inoffiziell aber eben die ganze Zeit. Das sorge in der deutschen Gesellschaft und bei den Verbündeten für große Verwirrung. Es ist meines Erachtens nicht nachzuvollziehen, warum man nicht, wenn diese Waffen schon längst im Einsatzgebiet sind, einfach sagt, wir haben das und das geliefert. Also ich kann das Argument Gefährdung verstehen und ich kann das Argument sehr gut verstehen, dass man sagt, wir werden jetzt nicht sagen, ab morgen liefern wir XY in die Ukraine. Aber wenn XY in der vollen Stückzahl schon in der Ukraine ist, dann weiß ich nicht, was dagegen spricht zu sagen, wir haben XY geliefert. Wie genau die Bundesregierung ihre Waffenlieferungen kommuniziert, wird der Ukraine am Ende wahrscheinlich einigermaßen egal sein, nicht aber was Deutschland liefert. Präsident Zelensky hatte am Wochenende auf einer Pressekonferenz nochmal deutlich gemacht, die Ukraine erwarte keine, Zitat, Geschenke oder irgendwelche Törtchen, sondern konkrete Dinge und konkrete Waffen. Damit die ukrainischen Soldaten die nächsten russischen Angriffe im Donbass abwehren und eroberte Gebiete zurückerobern können. Das war wieder was gelernt zu Waffenlieferungen in die Ukraine. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Unser Podcast-Tipp der Woche. Hallo, ich bin Stefan Draaf vom PM-Podcast Schneller Schlau. Bei uns geht's 2x in der Woche um kleine Wissenshappen zu den unterschiedlichsten Themen. Mal geht's um die Geschichte unserer Städtenamen oder darum, wie oft und warum auf Tinder gelogen wird und wie man die Lügen erkennt. Oder auch nur darum, ob das Glück in den Genen liegt. Wir kümmern uns aber auch um Physikthemen oder Geschichte oder Biologie. Hört mal rein, es gibt immer was zu entdecken. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.